Es war einmal ein kleiner Nerz. Hell und strahlend war sein Fell. Fröhlich, aufgeweckt und voller Tatendrang. Ein richtiges Einzelstück. Das fanden auch seine Freunde und Verwandten. Nur der kleine Nerz zweifelte an seiner Einzigartigkeit. So kam es, dass der kleine Nerz in jungen Jahren, trotz der Anerkennung, die er bekam, immer versuchte, der Beste zu sein, in allem, was er tat. Doch trotz allen Erfolgen, die er erzielte, blieb dieser Schatten nicht genug zu sein. Sein großer Wunsch war es, irgendwann einmal für irgendjemanden wie ein schöner, lebendiger, wärmender Nerz zu sein. Als der kleine Nerz schon ein wenig in die Jahre gekommen, sich traute weiter raus in den großen Wald zu rennen, ergab es sich, dass er auf einen kleinen Kobold traf. Die beiden tollten eine Weile umher und in einer Spielpause erzählten sie sich von ihren Wünschen und Träumen. Der Kobold war ganz still geworden. Und als er zu dem kleinen Nerz sprach, sah er diesen aus freundlichen Augen an. »Bist du dir sicher, dass es deine Erfüllung wäre, ein Mantel zu werden, um einen Menschen ein Leben lang wärmen zu können?« Der kleine Nerz nickte eifrig und hüpfte vor Aufregung auf und ab. »Nun gut«, sagte der Kobold, »weil du so ein liebevoller kleiner Nerz bist und ein reines, großes Herz hast, werde ich dir deinen Wunsch erfüllen. Aber bedenke, ein Zurück aus der Erwachsenenwelt wird es nicht geben.« Der kleine Nerz nickte wieder, er straffte seine Schultern, schloss seine großen Knopfaugen, lächelte und wartete gespannt auf das, was nun passieren würde. Der kleine Kobold hielt sein Versprechen. Rums. Ein dumpfer Schlag traf ihn und alles war dunkel geworden. Der kleine Nerz kann sich nicht erinnern, wie lange er in diesem Dämmerzustand zugebracht hatte. Doch als er erwachte, fühlte er sich ganz merkwürdig. Was war bloß passiert mit mir? Er fühlte sich irgendwie wie durch die Mangel gedreht, aber auf eine gewisse Art erleichtert. Er öffnete seine schönen Knopfaugen und schaute an sich herunter, um festzustellen, dass er sich tatsächlich in einen wundervollen, wohltuenden und wärmenden Mantel verwandelt hatte. Sein Fell war glänzender als je zuvor und seine Knopfaugen funkelten, wenn er sich freute und wohlfühlte. Ja, er war durch und durch mit sich, seinem Äußeren und seiner Art zu sein, zufrieden. Er hing an einem stabilen Bügel, direkt im Schaufenster eines großen Pelzhandels. Um ihm rum gab es noch einige andere Nerzmäntel, die genau wie er die Aussicht aus dem Schaufenster genossen und sich über die liebevollen Blicke der vorbeilaufenden Menschen erfreuten. Ab und an blieb ein Mensch vor dem Schaufenster stehen, lächelte, um dann mit schnellen Schritt weiterzugehen. Aber eines Tages, es war schon sehr spät geworden, kam ein stattlicher Herr an diesem Schaufenster vorbei. Erst lief dieser vorbei, um dann innezuhalten und wieder einige Schritte zurückzugehen. Dieser Mann drückte, so könnte man es beschreiben, seine Nase am Schaufenster platt und begutachtete den kleinen Nerz sehr eindringlich. Der kleine Nerz wurde ganz anders in seinem Fell. Und wenn er es nicht besser gewusst hätte, hätte er denken können, dass er sich Fellläuse eingefangen hatte. So aufgeregt und kribbelig war der kleine Nerz. Es vergingen einige Wochen und der kleine Nerz hoffte, dass dieser stattliche Herr wieder einmal am Schaufenster vorbeikommen würde. Aber es tat sich nichts. Als der kleine Nerz die Hoffnung schon aufgegeben hatte, ging eines Tages die Ladenklingel und er hörte eine Stimme sagen,
den hellen, glänzenden vorne aus dem Schaufenster, würde ich mir gerne einmal genauer ansehen und anprobieren, wie er sich trägt. Der kleine Nerz wurde also aus dem Schaufenster geholt, und aus dem Augenwinkel erkannte der kleine Nerz den stattlichen Herrn aus den Abendstunden. Wieder waren die Fellläuse am Werk, und so ergab es sich von ganz alleine, dass sich der kleine Nerz an diesen Herrn anschmiegte. Er passte einfach perfekt. Dieses Gefühl hatte wohl auch der Herr, denn er freute sich sichtlich und beschloss, den kleinen Nerz nun öfter zu besuchen. Manchmal saß er einfach nur mit dem kleinen Nerz ganz in Ruhe auf dem Sofa und genoss die Wärme, die er empfand, sobald er diesen Nerz anzog. Immer öfter traute er sich auch mit dem kleinen Nerz vor die Tür. Und egal welche Situation, welches Wetter und welche Unternehmungen er auch machte, er fühlte sich wohl in seiner Haut. So sehr, dass er dachte, dieser Nerz könnte mich ein Leben lang begleiten. Er würde mir immer Wärme spenden oder selbst in harten Zeiten könnte ich ihn nutzen und mich auf ihn verlassen, denn er wäre eine weiche Unterlage und ein Halt. Der kleine Nerz genoss diese Beisammensein immer sehr. Lang war ihm die Zeit, die er im Schaufenster verbrachte, um abzuwarten, bis der stattliche Herr wiederkam. So genossen die beiden mehrere Monate die unterschiedlichsten Momente und waren einfach nur glücklich. Es ergab sich, dass der stattliche Herr dem kleinen Nerz irgendwann erklärte, dass er viel zu tun hätte. Und außerdem wäre da ja noch die gute alte Allwetterjacke im Schrank. Sein Gewissen würde ihn plagen, denn schließlich hatte diese Jacke ihm über lange Jahre gute Dienste geleistet. Er würde einen Weg finden, versprach der stattliche Herr dem kleinen Nerz. Dieser nickte und legte sein ganzes Vertrauen in den stattlichen Herrn. Der kleine Nerz wusste, es wird eine lange, harte Zeit auf ihn zukommen. Und so hing er über Monate im Schaufenster an seinem alten Platz. Er betrachtete die Menschen, die vorbeiliefen, und wenn jemand in den Laden kam, um ihn anzuprobieren, machte er sich absichtlich enger, zog seine Ärmel ein und kratzte absichtlich mit seinen Nähten. Er hatte sich doch selber versprochen, auf sein Herz zu hören und auf den stattlichen Herrn zu warten. Schließlich hatte dieser versprochen, er würde ihn holen kommen. Daran glaubte der kleine Nerz ganz fest. Manchmal sah der kleine Nerz den stattlichen Herrn am Laden vorbeilaufen. Und ab und an blieb dieser stehen, um ihm leise mitzuteilen, dass er ihn nicht vergessen hatte. Das machte dem kleinen Nerz Mut, um weiter glauben zu können. Aber es machte ihn auch sehr traurig. Wie lange es wohl noch dauern würde, fragte er sich oft, und nach verlor er den Glauben an das Versprechen, welches der stattliche Herr ihm gegeben hatte. Es vergingen Monate. Der kleine Nerz hatte schon fast keine Geduld mehr und merkte, wie unruhig er wurde. Also nahm er allen Mut zusammen und fragte den stattlichen Herrn bei der nächsten Möglichkeit, ob er absehen könne, wie lange er noch warten solle, bis all die Arbeit erledigt sei. Die Antwort war liebevoll, aber eisenhart. Es könne sich bestimmt noch ein weiteres Jahr hinziehen. Und selbst dann wisse er ja gar nicht, ob ihm dieser Nerz noch passen würde. Aber er wäre guter Hoffnung. Und die Erinnerung an die gemeinsame Zeit würde man ja sowieso niemals vergessen und liebgewonnen hatte er den kleinen Nerz sowieso. Aber wenn der kleine Nerz keine Geduld mehr habe, wäre er ihm auch nicht böse, wenn er ab und zu mal mit einem anderen Herrn ausgeht und sich die Welt zeigen ließe. Er könnte verstehen und nicht erwarten, dass der kleine Nerz die ganze Zeit im Schaufenster hängen bleibt. Und sollte sich ein liebevoller Besitzer finden, dann wäre das ebenso. Das nennt man dann Schicksal. Noch ein weiteres Jahr? Der kleine Nerz zuckte zusammen.
Er wusste genau, noch ein weiteres Jahr würde er nicht ertragen, in diesem Schaufenster zu hängen. Und ausgehen soll er mit anderen? Der Mensch hatte ja keine Ahnung, wie sehr er sich angestrengt hatte, niemals passgenau für jemand anderen zu sein. Und wie groß die Sehnsucht nach gemeinsamen Ausflügen war. Es wurde Nacht und der kleine Nerz hing auf seinem Bügel und machte sich Gedanken. Er fragte sein Herz, was er nun tun sollte. Als er eingeschlafen war, hörte er im Traum die Stimme des kleinen Koboldes. »Kleiner Nerz«, sagte dieser, »du bist so einmalig, eben ein Einzelstück auf dieser großen Welt. Dein Herz ist so groß und voller Güte. Du hast einen Menschen verdient, der genau das in dir sieht. Einen, der nicht monatelang oder über Jahre überlegen muss, ob er dich an seiner Seite haben möchte, weil sein Herz nach dir schreit. Einen, der es wert zu schätzen weiß, was du alles zu geben hast. Einen, dem der Gedanke, jemand anderer würde dich tragen, ein schlechtes Gefühl gibt und dies auf gar keinen Fall zulassen würde. Einen, der seine freie Zeit mit dir verbringen möchte, ganz egal, ob das Wetter warm oder kalt ist.« Als der kleine Nerz am Morgen erwachte, war schon wildes Treiben im Laden. Der Frühling stand vor der Tür und es wurde Zeit, dass alle Pelze zur Frühlingswäsche gebracht wurden. Auch der kleine Nerz gehörte dazu und wurde in der Wäscherei gewaschen, gestriegelt und auf Hochglanz gebracht. Die Worte des Kobolds gingen dem kleinen Nerz nicht mehr aus dem Kopf und sie machten ihn sogar ein wenig stolz. Und immer dann, wenn die Gedanken und Erinnerungen an eine wundervolle Zeit in ihn hochkamen und sein Herz schwer machten, sagte er zu sich selbst: »Wenn er doch so ein Einzelstück ist, wie man ihn sah, und er es selber auch fühlte, dann würde er weiter daran glauben, dass irgendwann ein Mensch vorbeikommt, dem er passen würde, ohne Wenn und Aber. Und so hängt der kleine Nerz Tag für Tag wieder auf seinem Bügel im Schaufenster. Er war wunderschön, duftete wundervoll und seine großen Knopfaugen strahlten extra doll, wenn die Sonnenstrahlen durchs Fenster fielen, wartend, vollen Glaubens auf den einen Menschen, der ihn irgendwann dort abholt, wo ein anderer ihn hängen ließ.